Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich darf euch heute nach 2 Wochen Pause aufgrund meiner Krankheit endlich wieder begrüßen zu einer neuen Episode. Mach ein Monday mit Luca! Wie es ja in jedem Mobile Mondays mit Luca Video der Fall ist, ist auch das heutige Video wieder freundlich unterstützt worden von Google Play im Rahmen der Play-On-Kampagne. Und heute, meine lieben Freunde, spielen wir das Spiel Minecraft. Ja, ich glaube, jeder kennt Minecraft. Von daher muss ich da nicht so viel zu sagen. Wir spielen allerdings hier Minecraft auf meinem Google Pixel und wir sind allerdings auch nicht in einer Singleplayer-Welt und ich baue hier normal irgendwas rum. Nein. Nein, das wäre viel zu langweilig. Wir sind online auf Mineplex. Einem coolen Server. Und wir spielen heute mal wieder richtig oldschool, nostalgisch mäßig Survival Games. Die Sache ist allerdings, ich weiß überhaupt nicht, wo ich das hier spielen kann. Ich war vorhin schon mal drauf, aber da sah der Server komplett anders aus. 3 Wochen später. Wir befinden uns jetzt hier schon in dem Spiel. Ihr seht schon, jeder Spieler ist auf seiner Position und in 3 Sekunden geht's los. Puh, 1 und go. Alle laufen jetzt wahrscheinlich in die Mitte. Ich laufe allerdings erstmal weg, von daher direkt hier Sprinten aktiviert. Hier haben wir direkt meine erste Kiste und in der Kiste ist drin... Okay, wir haben ein Schwert. Okay, warte, Moment. Ah, ich brauche das Schwert hier. Okay, schnell, so. Wenn mich einer angreift, ne? So schlage ich. Okay, will irgendeiner kommen? Wollte da vorne getötet werden? Wenn keiner kommt, dann laufe ich halt weiter weg. Ich springe mal hier vorne in die Höhle rein. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Das Blöde bei... Oh mein Gott. Was liegt da alles drin? Oh mein Gott, auch noch Essen und so? Das Krasse halt bei Survival Games ist, dass die ganze Zeit irgendwer von hinten kommen kann und einen halt irgendwie töten kann. Ist halt ein bisschen stressig. Allerdings verstecke ich mich erstmal hier hinter dem Glas. Und ziehe mir meine Rüstung an und packe mir auch den Pfeil und das Essen unten in mein Schnellauswahl-Inventarsystem, whatever. Und ich erkunde hier mal weiter die Höhle. Oh mein Gott, da ist ein Typ. Bleib doch stehen! Oh mein Gott, oh nein, der tötet mich doch safe. Guck mal, was der für eine krasse Rüstung hat. Oh, und ich kann nicht mal richtig laufen. Ey, wie gibt mir noch eine Chance? Ich lauf weg. Ich bin tot. Ich habe voll lang nicht Minecraft gespielt, also entschuldigt mich bitte. Runde Nummer 2, Freunde. Hier geht's hier komplett Schlag auf Schlag. Die Runde ist gar nicht mal so voll. Also ihr seht, hier sind viele freie Plätze. Von daher laufe ich auch wieder nicht direkt in die Mitte, sondern direkt weg von den ganzen Leuten. Ich lasse auch mal die Kisten da vorne stehen. Ich meine, die Welt ist ja immer riesig bei Survival Games. Ich weiß nicht, ob es hier auch der Fall ist, dass die Welt nach einer gewissen Zeit verkleinert wird. Allerdings laufe ich jetzt erstmal so weit ich kann und schaue hier ganz hinten mal nach Kisten. Da rechts steht auch eine, die habe ich gesehen, aber ich gehe jetzt erstmal zu der hier. So, hier haben wir... Oh! Dafür, dass die so weit weg ist, sind hier vernünftige Sachen drin. Okay, ziehen wir uns erstmal unsere Schutzkleidung an, genau, und nehmen uns hier den Pfeil. Kann ich jetzt trotzdem mit dem Bogen schießen? Oh. Ja, das war mein Pfeil. Hier unten war, glaube ich, auch noch eine Kiste. Genau, hier links. Dann schauen wir hier auch nochmal kurz rein. Das war schon früher immer meine Taktik bei Die ganzen Sachen habe ich schon. Allerdings war das schon früher immer bei Minecraft Survival Games meine Taktik. Die anderen sollen alle in die Mitte laufen, ich laufe einfach nur weg. Also das ist für mich auf jeden Fall gerade komplett ein Nostalgie-Moment hier, meine ganze Vorgehensweise. Ich weiß auch noch früher auf, boah, wie hießen die Server? Hype, irgendwie so? Nee, Hypixel? Und, wie hieß der andere? Mineplex, auf dem ich jetzt gerade drauf bin. Oh mein Gott! Okay, hier ist ja auch ordentlich was Gutes drin. Wahrscheinlich alle Leute, die so die ganze Zeit Minecraft Survival Games spielen, denken, oh, der ist ein Spieler. 12 seconds later. Ah! Du stirbst! Hab dich geil mal getroffen! Fliegender Wechsel, meine lieben Freunde. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Runde. Und ich bleibe auch weiterhin bei meiner Taktik bestehen. Also ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, ja, hat jetzt zweimal nicht so gut geklappt, deswegen gehe ich jetzt direkt in die Mitte. Nee. Wir sehen hier schon, wir sind in einer Strandmap. Und ich werde wieder so weit weglaufen, wie ich kann. Ich glaube, das geht bis da vorne in etwa. Schaue mir dort erstmal die Kisten an, weil ich habe keinen Bock, direkt wieder zu Beginn zu sterben. Sind hier überhaupt Kisten? Ich sehe gar nichts. Okay, da vorne ist eine Kiste. Schauen wir mal da vorne rein. Das Einzige, was ich wirklich brauche, ist ein Schwert. Aber irgendwie kann ich ja nicht mal damit... Okay, ein Diamant. Okay, krass. Will der in mein Gebäude reinlaufen? Ich glaube nicht, nee. Das Tolle ist halt, ich sehe genau, wenn Leute reinlaufen oder... Da kämpfen zwei. Ich setze 100 Euro auf den Linken, dass der gewinnt. Der ist immer noch links. Ist immer noch links. Also der mit dem... Oh. Habe ich was gesagt? Hier draußen ist auf jeden Fall auch noch eine Kiste. Wir haben hier, ja, ich brauche halt eigentlich kein Essen, ne? Feuerzeug nehme ich mal mit. Ich rauche zwar nicht, aber ja, kann man ja immer mal gebrauchen, wenn man eine Kerze anzündet. Ey, das ist nicht fair! Ich habe mich gerade mit meinem Feuerzeug unterhalten! Aber wir befinden uns direkt wieder in einer neuen Runde. Ich will einfach nur weglaufen. Ich will einfach nur eine Person töten. In diesem ganzen Video, meine ich. Das ist einfach mein einziges Ziel. Ich meine, ich brauche das ganze Essen nicht. Das brauche ich eigentlich theoretisch gar nicht mitnehmen. Das ist total unnötig, weil ich direkt wieder sterben werde. Na gut, hier ist er. Oh, da ist ein Typ, der
hat ein Schwert. Ey, da kann ich doch direkt wieder. Hart für mich. Die Zeiten gerade. Ist irgendwie schön, weil ich halt wieder Minecraft spiele, so nostalgisch so ein bisschen. Ist auch schlimm, weil mein Herz halt gebrochen wird von diesen ganzen Profis. Ich meine aber, vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass ich einfach eine extreme Pussy bin und ich muss einfach mal in die Mitte laufen. Von daher verfolge ich diesmal die Taktik, also direkt los. Ich öffne mal die Tür. Oh mein! Okay, wow. Okay. Okay, wow. Die sind ja extrem. Oh! Ich muss es hier hinpacken. Schnell, Luca. Okay. Ich kann... Kann ich jemanden töten? Ah! Ah! Schlag! Schlag! Luca! Schlag doch! Wieso reagieren die nicht? Hä? Warte mal, Moment. Ich zieh mir erstmal meine Rüstung an. Okay. Jetzt schnell geht's los. Okay, der hier vorne hat auf jeden Fall ein Schwert. Allerdings habe ich definitiv mehr Rüstung als... Ah! Ich dachte, wir haben Frieden! Ah! Nein! Ich dachte, da wäre nur er! Und ich dachte, der läuft so hin und her. Von wegen, hey, let's team up and win this as a team. But he was like... Was soll denn neben dir? Bam! Und ich auf den Friedhof! Ich verfolge wieder die Taktik, denn so nah dran war ich wirklich noch kein Mal, eine Person irgendwie zu töten. Von daher, hier ist es nur ein... Was? Das war ja mal voll die Kacke. Da kriege ich ja bessere Sachen, wenn ich einfach zum Ende der Map laufe. Ich schieß dich ab. Ich schieß nicht. Okay, es geht noch nicht los. Von daher, ich laufe einfach mal los. The Grace Period has ended. PvP is enabled. Okay, ich laufe. Das war gar keine gute Idee, diesmal da in die Mitte zu gehen. Oh, komm, spring. Ah, nein. Spring. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob Leute hinter mir sind. Deswegen, ich laufe einfach mal so schnell ich kann. Hier sind irgendwelche Treppen. Ich gehe mal nach hier links und verstecke mich einfach hier. Und jetzt sneaken. So. Ja. So sah mein Minecraft-Content vor 5 Jahren aus. Ich mache ein bisschen Action jetzt. Ne? Oh, Kiste. Aha. Okay, vielleicht haben wir da... Oha, okay, now we're talking. Wir haben eine kranke Rüstung auf jeden Fall schon mal hier am... Ja, okay, auch nicht so krass, ne? Aber für mich sind die kleinen Dinge im Leben halt die Erfolge. Und die muss man auch respektieren und wertschätzen, ne? Von daher würde ich sagen, laufen wir jetzt einfach ein bisschen im Kreis. Um den Baum hier rum. Damit euch allen zu Hause richtig schön schlecht wird. Wir versieren natürlich weiter unser... Oh mein Gott, okay, wow, was ist denn hier los gerade in der Runde? Da ist ja hier halb Maradona ist ja hier drin. Ja, keine Ahnung. Ziehen wir uns mal unsere neuen Boots hier an. Das Schwert packen wir mal hier hin. Eine Hose auch. Oh mein Gott, okay. Zum ersten Mal haben wir eine richtige Rüstung komplett hier voll am Start. Von daher, kann losgehen, oder? Oh, da haben wir noch eine Kiste. Wenn da jetzt noch ein besseres Schwert drin ist. Nee, ist nicht. Okay. Nee, die ganzen Sachen, die haben wir schon relativ hoch. Krass. Ey, wir können, glaube ich, auch noch eine Kiste, Freunde. Ey, was ist denn hier los? Okay, da ist so eine Steinachs drin. Aber ey, ich glaube, wir können in der jetzigen Runde wirklich was reißen, denn hier sind wirklich Leute dabei. Ich weiß nicht, wer hier dabei ist. Aber ich hatte noch in keiner Runde so ein krankes Loot. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein bisschen Action. Gehen jetzt mal kurz schwimmen. Gehen jetzt weiter in die Wüste. Da ist ein Typ, der ist auch gut drauf. Der ist sehr gut drauf. Aber zack. Hey, da ist auch ein Typ. Ey, das ist ja Not gegen Elend hier, Mann! Ich dachte, ich hätte eine Chance! Lass mich doch auch mal gewinnen! Ein letztes Mal versuche ich das jetzt noch! Select the kit you use. Gladiator. Wow. Es gibt Kits! Ich habe keine Ahnung, ob ich durch das Kit jetzt hier... Oh mein Gott, okay, wow! Ich habe direkt ein Steinschwert, weil ich das Gladiator-Kit ausgewählt habe. Klasse! Danke für den Applaus, Freunde. Ich wusste es nicht. Ich habe gerade erst erfahren, dass... Was ist das hier? Ist hier eine Kiste? Nein. Warum baut ihr es dann? Mann, ich habe gerade erst erfahren, dass es eine Kit-Selection gibt. Aber ich bin auch total blöd. Ich habe ja keinmal in Frage gestellt, warum man da zu Beginn so ein Blatt Papier in der Hand hat. Ich habe das einfach akzeptiert. So, ja, der hat halt ein Blatt Papier in der Hand. Aber dass man da mit einem Kit... Ja, gib mir Eisen! Und ungebratenes rohes Schweinekotelett. Ja, super. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott. Ah! Es ist... Oh, es leben nur noch 7 Leute. Au! Oh! Ey! Wir sind Freunde! Wenn mir das heutige Video eine Sache gezeigt hat, dann, dass ich immer noch extrem beschissen in Minecraft bin. An der Stelle würde ich die heutige Episode Mobile Mondays mit Luca jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Die Brille ist abgesetzt, deswegen ist das Video jetzt auch vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es das getan hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch
unter dem Video da. Und wir befinden uns jetzt auch schon in der Endcard, meine lieben Freunde. Ihr seht hier das Spiel Minecraft nochmal eingeblendet. Da könnt ihr euch es runterladen im Google Play Store. Könnt ihr es selber spielen. Es macht mega Spaß auf dem Handy. Nur leider bin ich halt nicht so gut. Und ihr findet ja auch noch das letzte Mobile Mondays mit Luca Video eingeblendet. Ist leider nicht eine Woche her, sondern 2 Wochen, weil ich halt krank war. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Und tschüssi!